Isaac und seine Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal haben wir eine Quest mit Taburasa hier komplett beendet und dafür gesagt, dass sie heiraten und dann auch unsere Rüstung ein bisschen verbessert. Aber dieses Mal, ja, wenn wir ganz in der Nähe was Interessantes machen, und zwar hier unten, werden wir gegen diese zwei Wächter kämpfen, die da so rumstolzieren, die dreckigen. Und will ich da runter? Nee, oder? Ich sehe nichts. Nichts Interessantes, okay. Das können wir uns sparen. So, da hinten ist schon mal einer. Irgendwo war noch ein zweiter. Ich würde erst gern wissen, wo beide sind. Okay, da. Dann können wir den hier zuerst bekämpfen. Oh, ich soll vielleicht ein bisschen Ton lauter machen. So. Ich bin gerade übrigens wahrscheinlich ein bisschen leiser. Es liegt daran, weil... Moment. Weil, es ist relativ spät. Okay, so, schauen wir mal, wie gut wir jetzt gegen die kämpfen können bei dieser Rüstung. Wie sehr die hier hilft. Hast du das gesehen? Oh, hat uns gesehen. Hey, was geht denn? Hey, Kumpel. Wow, ich habe ihn fast umgehauen. Yo! Yo! What the fuck? Wie haben wir ihn? Yo! Wie? Yo! Wer habt ihr ja Vollkopf vernichtet? Oh, natürlich. Dann kommt so ein. Egal. Heilige Scheiße! War das die Rüstung? Oder. Ich versteh's nicht. Moment. Hier steht doch... Moment. Antikabwehr. Da steht ja nicht... Was? Wir haben so ein Popelschwert... Wie haben wir das denn bekommen? What the fuck? Das ist voll nice, aber auch gleichzeitig... Wie? Holy shit. Ich meine, ich... Da stand Abwehr. Also... Ja, los, schießt doch, eh? Hä? Oh. Nein. Das hat einfach keine Chance. Oder lag es wirklich daran, weil wir seinen Kopf erwischt haben? Oh, wie das Master Schwert. Hier. Wow, Angriff! Keine Chance. Heilige. Bambus, Ratte oder was weiß ich. Wir vernichten die so hart. Ich gerade auf Bambusratte gekommen bin, keine Ahnung. Frag nicht. Und ein Reaktorkern. Okay. Das gefällt mir. Okay. Wie viele? Was haben wir gebraucht? Brauchen wir Zahnräder? Ich würde nämlich auch nochmal gerne zurückgehen zu dem... Da wir die Rüstung kaufen können und dann nochmal schauen, was wir genau brauchen. Heieiei, das... Ich finde es ziemlich cool, dass wir die so vernichten können. Also, da fühlt man sich einfach nur voll OP und dann freut man sich. Ja! Vor allem, ich meine, Master Schwert 60 Power gegen die ist schon heftig. Von 40 auf 60, glaube ich, oder? Oder was ist die Standard... Wir haben, ich glaube, Master Schwert ist im Moment 40 Standard Power. Und 60 ist mit so einem Einhänderschwert natürlich schon, wow. Vor allem, wenn man die angreift, mit dem Masterschwert, da kam auch dieses Geräusch noch so, puh, also, da hat man den so voll, fatz, einfach voll vernichtet. Schau dir, wie da ist. Moment, schauen wir mal kurz. Masterschwert? 40, ja, okay. Ist mit um 20 hochgegangen. Ja, was geht? Okay, willkommen. Ja, ich will mal nur kurz schauen. Was brauchten wir nochmal? Ah. Antikes Zahnrad, genau. Hier gibt es natürlich auch noch. Hier brauchen wir auch noch überall Zahnräder. Nicht überall, aber. Das sind natürlich auch hier heftige. Das sind die komplett ausgebesserten Sachen dann. Und hier gibt es noch ein paar doofe Pfeile. Ja, gut, scheiß drauf. Okay, antikes Zahnrad, kapiert. Die sind nicht so einfach wie die anderen Sachen. Was will der da unten? Ich glaube, da will er ja mit Stress.
Du bist sowas von am Arsch. Oh. Sieht uns noch nicht? Tja, bald sieht er uns und dann ist er am Arsch. Hey, Kumpel. Okay. Was? Nein! Ich dachte. Okay, ich dachte, es prallt einfach so ab an dem. Es macht ihm nicht viel Schaden. Und jetzt ist es einfach so schnell kaputt gegangen. Egal, egal. Ist es immer noch? Okay, jetzt nicht mehr. Eieiei, okay, sehr schön. Egal, was ich jetzt machen wollte als nächstes. Ist erstmal hier so. Als nächstes wollte ich eigentlich sogar DLC-Quests machen. Weil wir haben hier die da, das hört sich schon mal interessant an. Und da müssen wir. Sehen wir das auf der Karte? Oh, sehen wir wirklich. Sehr schön. Und zwar kann man da so eine Krogmaske bekommen und die hilft uns, ein paar Krogs zu finden, was ganz nett wäre. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob ich wirklich alle Krogs sammeln werde oder wie auch immer. Weil das wäre dann halt schon ziemlich lange, ziemlich viele Folgen, bis dann irgendwann mal wirklich Ganon kommt oder so, was schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, wer. Keine Ahnung. Kampf zu Pferd. Ja. Miru Tsuhi Shrine. So, dann schauen wir einfach mal. Irgendwie Kletes, Gerüchte, was weiß ich. Und jetzt finden. Ich heile mich am besten auch noch gleich. Ist ja auch unsere Taschen langsam mal halbwegs leer bekommen. Dass man mal wieder kochen könnte. Weil es nicht allzu unnötig ist. Ich benutze jetzt auch hier sowas. Elektro-Dings braucht man ja eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich werde die sonst nie benutzen. Das Einzige, das ich benutzen werde, ist das, wo einem Angriffsstärke gibt. Und dann, ja, war es das schon. So. Hallo. Ich bin hier. Ist das Glühlinge oder Hyrule? Oh. Ja gut, hätte man sehen können. So. Hi, was geht? Ich bin hier für ein paar Gerüchte. So. Kletis Gerüchteküche extra 1. Ja, listen. Hallo, hier ist euer Kletis, Königin von Klatsch und Ratsch, ob bei Mordlicht oder Sonnenschein. Heute habe ich etwas besonderes Saftiges für euch, frisch aus der Gerüchteküche. Die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen. Aber offenbar können auch die Masken der Waldgeister ein Eigenleben entwickeln. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Vielleicht ist sie aufgeregt, weil sich in der Nähe Artgenossen aufhalten, die für unsere Augen unsichtbar sind. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher, die. Oh. Sicher nicht einfach an so einem Ort eine Schatzruhe zu finden, aber vielleicht gibt es eine einfache Methode. Ah. Ja gut, das müssten wir eigentlich irgendwie wissen. Irgendwie. Da kommen wir ja easy hin. Und dann finden wir ja schnell raus, ob es wirklich da ist. Einfach in ihm drin. Schauen wir mal. Wenn du Zeit vergehen lassen willst, solltest du ein Lagerfeuer aufsuchen. Oh. Ja. Ha. Shika-Sensor. Ja, die Tipps. Keine Ahnung. Ich brauche die Tipps, weil sonst kann ich die Ladezeit nicht überreden, ey, hier. Mann, aber da kommen keine neuen Tipps mehr. Wo ist das neue Tipps DLC? Das wäre doch auch was, oder? Ja. Oh je, wieder aufpassen, es kommt wieder FPS-Einstürze. Moment, ich muss kurz was gucken. Okay, mir geht's gut. So, hier gibt's auch. So, schauen wir mal. In seinem Schlund. In seinem Rachen. Dem Rachen des. Cool. Des Baumes. Ich suche eine Maske, meine Freunde. Habt ihr sie gefunden? Eine Kiste vielleicht? Nein. Wäre halt nicht schlecht, wenn hier doch irgendwo eine wäre. Die haben keine Kisten. Gibst du mir deine Maske? Oh, ich habe dich erwartet. Der Dekum hat schon gesagt, dass bald der Held kommen würde. Du bist sicher hungrig, oder? Ich habe extra für dich im Wald Pilze gesammelt. Ich bin der Pilzbettler. Leckere Pilze, gesunde Pilze, fragwürdige Pilze, Pilz aller Art. Also los, kauf schon was, oder möchtest du mir das verkaufen? Tja, das Problem ist, du hast keine Glutlinge. Ich brauche nur Glutlinge.
irgendwo in ihm drin soll. Oh. Irgendwo hier soll. Okay, anscheinend nicht hier. Da müssen wir wohl einen anderen Weg gehen und hoffen, dass wir da irgendwo mal die Dings finden. Ich dachte, da wäre der Person. So. Solange säubern wir den Deko-Baum. Ach, hier können wir sprechen. Das Masterschwert besitzt nur größere Stärke als zuvor. Wenn du noch mehr Stärke suchst und dich der Prüfung erneut stellen willst, stecke es zurück in seinen Sockel. Kannst du mal deinen Mund aufmachen? Ich will in den ersten Dungeon von Zelda Ocarina of Time. Nein? Muss ich dich an deiner Nase kitzeln oder was? Wir waren bei der Gerüchteküche. Und er hat gesagt, irgendwie bei dem Arschkopfvieh. Na wo? Wir müssen ihn erstmal absuchen. Irgendwo wird es schon sein. Vielleicht auch oben drauf. Sie sagt halt im Mund. Aber der macht ja seinen doofen Mund nicht auf. Ah, müssen wir ihm mit Feuer ein bisschen Angst machen. Oh, oh shit. Hier hinten geht's nicht rein. Ja, kein Hintereingang. Oh Mann. Schön, Werner, was denkst du dort schon wieder? Nichts, nichts. Du guckst Fächer, langweilig. Wirklich? Finde ich das jetzt wirklich nicht. Das ist voll doof. Ich will die Maske. Nee, wirklich. Ich meine, man kann sich denken, dass ich die haben will. Es ist wirklich doof. Ich will nicht das hier nochmal machen. Hey, du kannst doch deinen Mund aufmachen für mich. Willst du mal A machen? Ich bin der Zahnarzt. Ich will Zahnarzt spielen, Mann, du arschiger Kopf, du, Baum. Ich wiederhole mich. Ja, ja. Ach, Deko-Baum. Mein guter alter Baum. Freund, was auch immer. Keine Ahnung. Komm ich hier. Oh, habt ihr das gesehen? Easy peasy. Nice and squeezy. Squeezy. So. Geh mal halt oben drauf. Das da oben auf deinem Kopf kann ja gar keine DLC-Quest sein. Die hier oben. Die kennen wir ja eigentlich schon. Die kannten wir schon davor, vor dem DLC. Die mit dem Fuzzi ist vielleicht hier oben eine Kiste versteckt? Oder irgendwo weiter oben? Hey, du Stinker. Ein schockierender, starker Gesellen erlebt. Ja, ja, du bist ein doofen Fisch, hat Hanti schon gesagt. Der gute alte Hanti. Hat er einen Hut oder? Ach nee, da ist ein Sputtling. Sputtling erhalten. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Keine Ahnung habt, wie man das bekommt. Hier zu weit hochgehen bedeutet auch, dass wir gleich vielleicht wegteleportiert werden. Wäre ein bisschen doof. Ist ein Problem. Hey Kumpel. Die haben gesagt, ich darf in dich reinklettern. Ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es tut auch nicht weh, ich schwör's. Nirgendwo hier. Er lässt seinen Mund nicht offen. Soll irgendwas anderes machen? Boop. Keine Ahnung. Eines fruchtanflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle besuchen. Angeblich gibt es eine einfache Methode, sie zu finden. Eine einfache Methode, sie zu finden. Ja, zum Beispiel einen Pfeil in sein Gesicht. Hey. Mund auf. Hey. Mund auf. Ja? Nein? Im Schlund. Schlund muss, glaube ich, nicht unbedingt Mund bedeuten, oder? Und das ist der einzige Ort, wo wir hier rein können. Ja, ja. Eine einfache Methode. Nach oben schauen, oder was? Holzkelle. Hey, du. Keine Ahnung, wo genau ich so rumlebe, aber es sind sehr flink und leucht, dann gebe ich ganz wunderbar. Ach so, du hast das auch eine Quest für uns. Wäre genug, ja, ja. Das ist jetzt doof. Bei so DLC-Zeug werde ich vielleicht sogar kurz nachgoogeln dann.
Das wäre... das wäre dann jetzt... Ich schaue noch ein bisschen rum. Und wenn ich da nichts finde, dann werde ich wahrscheinlich nachgoogeln, wie ich diese doofe Maske finde. Angeblich, es soll eine einfache Methode geben, die Maske zu finden. Warum drehst du dich nicht einfach im Kreis, bis sie erscheint? Funktioniert bestimmt, ich schwör's. Ich verarsche dich nicht, würde ich nie tun. Ja. Oh, hier unten. Mehr Pilze. Hier nirgendwo. Ich meine, hier ist ja auch kein... Ja, ja. Sonst gibt es keinen Eingang. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, da muss ich jetzt die Folge beenden. Dann schaue ich kurz nach, wo man die findet. Weil die hätte ich echt gerne. Weil das wäre halt schon wenigstens halbwegs eine Lösung, an ein paar mehr Krogs abzukommen. Was wir währenddessen noch machen können, war da gerade nicht ein komischer Sound, egal. Was wir währenddessen noch machen können, ist mit Mr. Mit dem fetten Krog zu reden. Keine Ahnung, ihr wisst schon. Und vielleicht ein bisschen mehr Taschen freizuschalten. Hey Kumpel, du Arschikopf. Ich muss tanzen. Ja, Waffentasche, was brauchst du denn? Oh, ich nehme ihn. Hier. Ich habe das jetzt gemacht, weil es am schnellsten geht, weil wir da nur eins brauchen. Und Waffen, das sind halt immer gut. Ja, geht's dir gut? Yeah. Werde größer, Waffentasche. Kannst du noch eine? 12, nie. 12 und... Das ist das letzte Stückchen. Gut, gut. Welche denn? Ja, die Schildtasche. Oh. 10. Nee, okay. Nein, wie das? Braucht dich nicht mehr. Na gut, dann... wäre nicht meine Folge. Vielleicht können wir daran auch noch gar nicht... Vielleicht können wir die auch gar nicht bekommen. Die. Aber egal, ich beende jetzt mal die Folge. Ich gucke, wie man denn diese doofe Dings bekommt. Ihr wisst schon, diese Maske, diese DLC-Maske. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst Geld gezahlt für DLC. Ich will es auch haben, okay? Und wahrscheinlich müssen wir einfach nur mit irgendjemand reden. Egal, ich beende jetzt mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.